Welcome back bei Rauch von Caro2Go und eure Frage heute lautet: Welchen Durchmesser muss mein Rauchfang haben? Rauchfänge und Abgasanlagen gibt es ja in nahezu allen erdenklichen Größen und Durchmessern. Haushaltsüblich sozusagen sind Durchmesser zwischen 10 und 25 cm. Wie groß euer Rauchfang sein muss, hängt ganz entscheidend davon ab, was ihr damit machen, das heißt, was ihr anschließen möchtet. Moderne Gaszentralheizungen zum Beispiel kommen oft schon mit Abgasanlagen aus Kunststoff mit einem Durchmesser von nur 6 bis 8 cm aus. Und auch Pelletsanlagen, Pelletsbrennwertgeräte und Pelletsöfen brauchen nur eine Abgasanlage, die etwa 10 bis 12 cm Durchmesser hat. Bei Kaminöfen wird es etwas größer, da haben wir so durchschnittlich 14 bis 16 cm Größe. Noch etwas größer, mit 16 bis 18 cm, wird es dann bei den sogenannten Kamineinsätzen. Bei Kachelöfen gibt es an sich keine Regel, wie groß der Rauchfang sein muss. Er muss zum Ofen passen und der wird von eurem Hafner direkt an eure Wünsche und Bedürfnisse angepasst. Eine übliche Größe für den Rauchfang ist da aber zwischen 18 und 25 cm. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, was für einen Rauchfang ihr braucht und wie groß der Durchmesser sein muss, dann lasst euch jederzeit von eurem Rauchfangkehrer beraten.